Der zeigt auf irgendwas, das Markierungsscheibe, circa 650. Und dann wären wir wieder am Anfang. Also mit dem hier sehe ich überhaupt keinen Zusammenhang. Das ist ein Wald, irgendwo Hinduismus, da brennt jemand. Feuer, vielleicht Feuer. Das sieht nach Feuer aus. Das sieht auch nach Feuer aus. Feuer. Ah, keine Ahnung. Feuer. Feuer. Und hat geklappt. Geil. Feuer war richtig. Oh, oh, das sieht aus wie die Sonne. Da haben wir schon mal einen Sonnenstrahl. Die Erde. Ja, wir sind nur winzig klein im Gegensatz zur Sonne. Und die Erde ist schon groß, muss man ja mal so zugeben. Eine Sache nur noch, sehr geil. Und dann haben wir die komplette Wahrheit. Was hab ich mich darauf gefreut, die ganze Zeit schon über. Zeig mal an, wo sind wir? Wir müssen noch weiter nördlich. Ey, nicht runterfallen. Weiter nördlich, und zwar da vorne irgendwo. Da oben drauf? Nee. Wahrscheinlich noch weiter nördlich. Wo könnte das sein? Hier drin nicht. Wo sind wir auf der Karte? Ach Mensch, ich wollte die Karte sehen. Veralbert mich nicht. Wir sind da. Das muss hier sein. Vielleicht auf der anderen Seite? Da nicht. Da auch nicht. Letzte Wahrheit. Da hinten ist bloß ein Zettel. Ich sehe sie nicht, die letzte Wahrheit. Bevor wir alle Wahrheiten haben. Du bist ein Questmann. Geh mal hier hoch. Und dann gucken wir mal an diesem Turm. Vielleicht haben wir hier die Wahrheit. Nee, sieht nicht so aus. Geh mal hier rüber. Schauen wir mal von Weitem. Ich wollte gerade sagen, das war die Wahrheit. Aber das war sie nicht. Vielleicht auch direkt auf dem Turm drauf. Wer weiß. Muss mal gerade gucken. Das ist Norden. Es sieht so aus, als wenn das auf dem Turm ist. Nicht runterspringen. Mein Guter. Sondern immer weiter rauf. Wir gucken uns jetzt mal oben auf dem Turm um. Eventuell haben wir dort die letzte Wahrheit. Um dann die Wahrheit zu beenden. Denn ich bin wahrlich nicht mehr gewillt, noch mehr Wahrheiten aufzudecken. Da ist sie. Die letzte Wahrheit. Endlich. Sie sieht aus wie ein Auge. Ich bin gespannt. Die Entstehung der Arten. Gemälden, Gesichtern, Dokumenten, aber wir sehen sie nicht. Wir sind blind für unsere eigene Schöpfung. Das ist wieder ein von außen nach innen Rätsel. Aber um das zu lösen, muss ich erstmal von innen nach außen. Nee? So. Und
So, okay. Und jetzt weiter nach innen vordringen. Ja. Die Frau muss stimmen, die stimmt. Haha, die wollen mich verarschen. Okay. Pass auf, das kriegen wir hin. So, bis jetzt ist alles fertig. Fehlt nur das große Teil. Das große Teil wird wieder hingeschoben. Ah, das ist der einzige Einzelteil. Das ist doch doof. Nee, das geht auch noch. Okay. Okay, warte mal. Das kann man... Nee. Das ist der einzige Teil, den man alleine machen kann. Aber vorerst muss der Rest stimmen. Das heißt, wir orientieren uns an dem Teil und versuchen, den Rest noch zu drehen. Vielleicht muss ich alles einmal verdrehen. Einmal rum. Nee, das wird auch noch nix. Machen wir mal andersrum. Einmal so. Und einmal so. Hä? Nochmal. Einmal so. Und einmal so. Okay. Aha. Das ist eine ziemlich blöde Geschichte hier. Aber eventuell klappt es ja. Ups, das war verkehrt. So. Okay. Ah!
Ach Gott, verdammt. Okay, ein bisschen Ruhe und dann kriegt man das schon hin. Ah. Wir haben's. Und verdammt, wir suchen das, was wir brauchen. Ah. Fehlendes Glied, Archiv, auf Datei zugreifen. Zugriff verweigert. Okay, ich das müssen wir auch noch lesen. Nicht. Doch. Wird es mich aus diesem endlosen Zeitring befreien? Ich fühle, wie die Guillotine meinen Hals durchdreht, die Kugel in meine Brust einschlägt, das Wasser meine Lungen füllt, das Blut fließt dick und rot. Ich muss da raus. Okay, wir haben jetzt hier einen Code. Codewort ausrichten, da können wir nichts machen. Zugriff gewährt. Ey, Abstergo Corporation. 3. Januar 1997. Ich schreibe als Reaktion auf Ihre Bedenken zur zunehmenden Beunruhigung der Presse und der Wirtschaft. Das Fehlen einer Übergangs... Spezies vom prähistorischen Urmenschen zum modernen Menschen Homo sapiens ist nicht länger sicher. Wie Sie schreiben, müssen wir reagieren. Wir dürfen die Wahrheit nicht ans Licht kommen lassen, sonst erfahren Sie von den Artefakten. Es würde zu viel Unruhe, zu viel Chaos erzeugen. Vergraben Sie die Skelette, die wir geschaffen haben, in der Nähe von Tim Whites Expeditions in Äthiopien. Wir geben Ihnen Ihr fehlendes Glied. Die Geburt der Menschheit. Die Wahrheit macht mich krank. HISV. Ich kann die Sterne sehen. Mein Geist ist gegangen. Lucy, ich kann nicht länger warten. Ich bin bereit. Sie sehen, wie ich das Messer hebe. 0000. Gott, Datei freigegeben. Dann wollen wir mal gucken. Die Wahrheit. Ich hab ihn. Eva! Pass auf! Wow! Habe ich das gerade wirklich gesehen? Wir schicken das Video von 16 zur Analyse, sobald Desmond in der Maschine soweit ist. Alles klar? Er könnte uns das alles erklären, wenn wir ihn nur fragen könnten. Wow! Wir haben die Wahrheit entdeckt. Adam und Eva haben den Edenapfel gestohlen. Aber ob das wirklich der Garten Eden war oder einfach nur ein Volk, das sich so ähnlich schimpft, das werden wir vielleicht in einem der nächsten Teile rausfinden. So viel nun aber zu den Aufnahmen. Das war definitiv die letzte Aufnahme, die ich zu Assassin's Creed 2 getätigt habe. Ich werde jetzt nicht nochmal zeigen, wie ich alle Federn sammle oder sonst irgendwas. Auch die letzte Waffe. Wie gesagt, ihr kriegt sie einfach, wenn ihr die letzten Quests macht. Ich freue mich auf euch in Assassin's Creed Brotherhood und vielen Dank, dass ihr das nochmal gesehen habt, denn das hat mir jetzt doch ein bisschen mehr bedeutet. Vielen Dank. Bis nachher, euer Bisuzimt.